So, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Und bevor es losgeht, fahren wir hoch nach Ernzippel zu schauen, ob der Biker-Treff auf hat. Los geht's. Schönes Moped. So, jetzt sind wir am Biker-Treff gleich. Na, wo ist er? Wo ist er? Da. Ah. Ist nicht auf. Okay, hoch zum Wettinbrunnen und. Und dann geht's endlich los. Das Wetter ist aber geil heute. Nee, hier ist nichts los. So, schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt, liebe Motorradliebhaber, obwohl ich über ein Jahr lang keinen Vlog gemacht habe. Wir fahren heute so ein paar bestimmte Attraktionen im Erzgebirge an. Motorradtreff Ernzipfel kennen viele. Wir werden jetzt über Johannstadt, Ausberg zum Talsperrenpflück nach Eimstock fahren. Eimstock muss ich dann mal was abgeben und zum Schluss geht's nach Bockau. Da muss ich auch jemand besuchen und da haben wir doch eine schöne Strecke für heute für uns vor. Wir haben den 7. Mai. Vor zwei Tagen lag hier noch überall Schnee. Hoffentlich ist das bald vorbei. Ich kann es nicht mehr sehen, den Schnee. Das war ein harter Winter hier oben im Erzgebirge. Und wir fahren als allererstes nach Johanngeorgenstadt. Wollen gucken, ob der Grenzübergang Portugi auf ist. Dass wir endlich mal wieder auf Cheiro Seite fahren können. Natürlich habe ich auch ein Thema heute und das Thema ist ganz klar. Warum gab es von mir so lange kein Video mehr? Und da haben wir auch viel zu erklären heute hier. Ab geht's nach Breitenbrunn. Gott sei Dank, hier oben ist auch der Schnee weg. Es hat ganz schön gestürmt am Freitag hier oben.
bestes Motorradwetter. Keine Angst, ich habe nicht die Lust am Motorradfahren vor. Ein großes Problem, was mich immer gestört hat, war meine Technik. Ja, und ich benutze immer noch meine GoPro 5 und ich hasse sie immer noch. Ich finde das Ding absolut furchtbar. Ich werde in Zukunft nie wieder ein Produkt davon kaufen. Aber jetzt ist sie da, jetzt muss ich sie benutzen. Und ich hoffe, dass das aktuelle Firmen-Update ganz gut oder besser funktioniert wie die anderen Updates, die ich hier draufgezogen habe. Ich habe vor geraumer Zeit ein DJI Pocket Osmo gekauft und das Ding hat mich ein bisschen begeistert. Ich werde wohl noch ein bisschen mehr von DJI ausprobieren und die GoPro dann mal bei eBay Kleinanzeigen weiter verscheuern. Wo ich richtig viel gebastelt habe, das ist der Sound. Ich hoffe, das hört man. Ganz zufrieden bin ich immer noch nicht. Meine Stimme klingt jetzt ein bisschen tiefer, ein bisschen verschnörkelter, ein bisschen, ja. Das liegt an dem Kompressor, den ich benutze. Aber von der Klarheit, vom Verständlichen ist das bedeutend besser als vorneweg. Bei dem Mikrofon hat mir ein Freund geholfen, der Sven aus Markneukirchen, danke, der ist Toningenieur und der hat gesagt, da muss Kompressor rein. Und wir haben jetzt zwei Spuren. Einmal den Motorradsound und als zweites eine Spur von meinem Gesprochenen. Und diese Spur nehmen wir dann mit einem Kompressor in Logic bearbeiten. Und das klingt bedeutend besser als vorneweg. Und auch am Mikro haben wir einiges geändert. Im Helm haben wir ein Rode Mikrofon verbaut, das Lavalier Go. Und so, los geht's. Und für den Motorrad-Sound benutze ich jetzt das Rode Kompakt Video Mikro. Das habe ich hinter mir befestigt, weil vorne hat es ein paar Störgeräusche gemacht und das funktioniert auch schon mal ganz gut, die Kombi. Ja, und die Spur von dem Mikrofon in meinem Helm, die zeichne ich mit einem Rekorder auf, mit dem Tascam DR40 Linear. Vorteil hierbei ist, ich kann einen Kopfhörer anschließen, wo ich dann praktisch einen Monitor hier im Helm habe und ich höre selber, was ich spreche. Das ist genial. Ihr merkt also, ich war nicht untätig zu Hause. Das Ganze funktioniert eigentlich ganz gut, ohne größere Probleme. Ein bisschen Feintuning muss ich noch machen. Das Mikro für die Motorengeräusche muss ich woanders hinhängen.
Und ja, die Stimme muss ein bisschen angehoben werden. Wir sind jetzt in Johanngeorgenstadt. Wir fahren mal hinter zur Grenze. Und gucken wir mal, ob da jemand steht oder vielleicht ist ja auch die Grenze auf. Dann wüsste ich ja, wo ich die nächsten Tage hinfahre. Weg ist er. So, schauen wir mal. Hier sieht's gut aus. Die Grenze ist abgebaut. Ach geil. So, schnell rechts abbiegen. Beim Glöckl vorbei. Und jetzt geht's weiter nach Eibenstock. Winterräder wechseln. Habe ich letztes Wochenende auch gemacht. Dörflein. Links Richtung Eibenstock. Das ist echt nirgendwo was los. Wäre die Grenze auf, wäre ja alles voll. Natürlich ist das nicht der einzigste Grund, warum ich keine Videos gemacht habe letztes Jahr. Der Hauptgrund ist einfach, ich hatte einfach keinen Bock. Klappe zu. Ja, kein Bock, ganz einfach, überlegt euch mal, was wir letztes Jahr ertragen mussten. Politische Willkür, wir verbieten Motorradfahren, weil sich sonst das Coronavirus verbreitet. Und ja, Demonstrationen gegen Motorradfahrer, politische Entscheidungen, um Motorradfahren zu verbieten. Ja,
der Katalog ist ja unendlich, was für Dummheiten wir voriges Jahr ertragen mussten. Und dann macht es halt auch keinen Spaß, Videos zu machen, sondern da setze ich mich lieber aufs Motorrad und fahre und schalte einfach mal die Welt um mich herum einfach aus. Aber über Politik will ich jetzt hier nicht reden. Und erstens würde es eh nichts bringen und da müsste ich einen ganzen Podcast mal nur mit Politik machen und dieser würde dann 3 Stunden, 5 Stunden, vielleicht 15 Stunden dauern und das will ich niemandem anmuten. Ihr seht aber, es ist nichts los. Kommt ins Erzgebirge, fahrt Motorrad. Gaststätten am Mauer nicht auf deutscher Seite und auf tschechischer. Aber vom Fahren her ist es wirklich schön derzeit. Den schaffen wir. Es ist aber noch nicht richtig grün hier. Ja gut, bei dem Wetter. Da oben liegt noch Schnee. Hier rechts geht zum Auersberg und da oben ist ein Imbiss und dieser ist auch an Wochenenden auf. Langsam wird es doch mit den Motorrädern. Es werden langsam mehr. Was für ein Wetter rein. Im Wald, da steht eine Ampel.
schöner Mercedes. Oh, da ist noch einer. Ein schöner Auto. Noch einer. Ui. Ich hoffe, dass ich jeden Monat jetzt ein Video machen kann. April ging schon mal in die Hose. Da war das Wetter schlecht. Da gab es, ich glaube, Ostersamstag. Das war der einzige Tag, der mal halbwegs schön war. Ja, da habe ich kein Video gemacht. Aber jetzt Mai, Juni, Juli, August, September, einmal im Monat ein Video, das wäre doch toll. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Das war doch ein schönes Stück. Kein Auto vor uns. Ach, geil. So, jetzt sind wir in einem Stock. Hier ist es auch etwas grüner. Ich werde jetzt hier mal links abbiegen in der Stadt. Bei jemand vorbeischauen, um was abzugeben. Danach werde ich zum Talsperrenblick hochfahren, zum Motorradtreff, dort eine Gabbenlimo trinken. Ja, und dann fahre ich wieder nach Hause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut mal wieder vorbei. Ich hoffe, es gibt bald mehr Videos wieder von mir. Und vielen Dank. Bis dann. Tschüss.